Wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wir sind hier in Boquete angekommen, in den Bergen von Panama. Gestern, nachdem wir wieder 10 Stunden im Bus rumgefahren sind, Bus, Boot, Taxi, gelaufen, Shuttle, alles. Hat wieder ewig gedauert, hierher zu kommen. Aber jetzt sind wir da. Anziehen, Frühstück machen und dann geht's ab. Wir sind jetzt im Supermarkt und was ich euch unbedingt zeigen wollte, sind die Preise hier, damit ihr endlich versteht, dass in Deutschland einfach mega günstig ist. Hier. Salami 6 Euro, so eine Wurst 13 Dollar, 6 Scheiben 3 Dollar. Was ist das? Wraps 3 Dollar, Philadelphia 4 Dollar, Kellogg's 4 Dollar, 4 Dollar, 5 Dollar. Flasche Wasser 1,55 und ich kann euch sagen, das hier ist ein billiger Supermarkt. Ich habe auch schon das Wasser für 2,50 gekauft und genau dieses gleiche Wasser, Dasani und Coca-Cola, gab es in Mexiko, wo wir gearbeitet haben, in einem 10-Liter-Kanister für 70 Cent. 10 Liter 70 Cent und jetzt 1,5 Liter 2 Dollar. So krank. Fertig gefrühstückt, jetzt geht's ab. Wir sind jetzt gerade auf 1000 Höhenmeter, auf 1405 geht's hoch. 1,5 Stunden soll es dauern zum Wasserfall und dann nochmal 1,5 Stunden zurück. Let's go! Wir sind jetzt schon ein gutes Stündchen unterwegs, sind jetzt hier in diesem Fluss angekommen. Einfach nur wunderschön hier. Keine Ahnung, wer die Zeitangaben immer bei den Google Maps macht, aber 1,5 Stunden ist der Walk auf keinen Fall. Ich denke, wir haben so die Hälfte und sind echt zügig gelaufen. Das ist jetzt die erste Pause hier an einem wunderschönen Fluss. Chillen jetzt noch 5 Minuten und dann geht's weiter. Wir sind jetzt hier über so eine alte Brücke gelaufen. Und schaut euch mal den Ausblick an, das müsst ihr einfach sehen. So wunderschön. Ein bisschen wie in Österreich hier. Schaut richtig böse, gell? Leute haben Vorstellung hier, schaut doch mal. 1,7 Kilometer, 5 Minuten. Wahrscheinlich. Die schlaue Jessie hat das Rätsel gelöst. War wahrscheinlich für Autos 5 Minuten. Also entweder was für Autos 5 Minuten oder die 1 vorne dran ist abgegangen. Aber ja, wahrscheinlich war es für Autos. 1,7 Kilometer noch, dann sind wir endlich da. Wie findest du es hier? Sehr. Ist wunderschön, oder? Ja, aber auch anstrengend. Ja, auf jeden Fall. Dann wird es auch ganz schön heiß hier. Auch in den Bergen wechselt das Wetter so schnell. Wir sind losgelaufen, hat es geregnet. Nach 10 Minuten hat der Regen aufgehört, also hat ganz leicht genieselt. Dann war es kühl und jetzt einfach so heiß. Aber lieber zu heiß als zu kalt. Hey Baby! Da hinten ist noch eins, siehst du's? Da. Boah, das Wasser kommt einem jetzt schon entgegen, das heißt, es kann nicht mehr weit sein. Und da hinten sieht man auch den Nebel vom Wasserfall. Das heißt, wir sind gleich da. Es tröpfelt schon, wir sind gleich da. Endlich, finally. Nach 2,5 Stunden haben wir es geschafft. Endlich am Wasserfall.